Zum Jammertext der Videobeschreibung. Wer andere Menschen, die sich gegen Faschismus einsetzen, despektierlich als Antifanten bezeichnet, bekennt sich damit offen zum Faschismus. Der Begriff Antifant gehört zum Jargon von Neonazis, Identitären und sonstigen Faschismusbefürwortern. Antifant ist ein Statement, dessen Eindeutigkeit keinen Zweifel an der Gesinnung aufkommen lässt. Alter, hat die Kamera weggeflitzt, Alter. Hey. Ich hab jetzt vor ein, zwei Tagen erst Was? Ich film dich doch gar nicht. Ich mach hier einen Livestream, Mann. Die junge Frau mit der schwarzen und Nasebedeckung signalisiert sehr deutlich, dass sie nicht gefilmt werden will. Trotz mündlicher Aufforderung, das Filmen zu unterlassen, hält der Kameramann erneut voll auf die Person, die nicht gefilmt werden will. Das ist eine vorsätzliche Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Sich dann auch noch zu beschweren, dass die gefilmten Personen den weiteren unerwünschten Verstoß gegen ihre Grundrechte durch Wegschlagen des verhindern, bezeugt die dreiste Frechheit des Kameramanns. Das Recht am eigenen Bild ist nun einmal ein wesentlich höheres Rechtsgut als das monetäre Interesse eines YouTubers, die Gaffgelüste seiner daheim hinter den Monitoren hängenden Kunden, Spender und Geldschenker zu befriedigen. Ich hoffe, dass die vier Betroffenen eine Gegenanzeige wegen Verstoß gegen § 22 Kunsturhebergesetz, der greift hier, da du über Spendenaufrufe meldepflichtige Einnahmen generierst, gegen dich einreichen. Das Beweismaterial präsentierst du der Staatsanwaltschaft auf YouTube ja eh schon frei aus. Ah, das ist der Fuhrt, ja. Ja, es kann sein, dass der Fuhrt uns die Offenheit zuerst hat. Es kann sein, dass das Leute sind, der die angesteckt hat. Also ich habe die noch nie gesehen, ich weiß es nicht. Das ist ja auch wieder dieser andere Westberliner Junge, der vorher da war. Ja, der am Fuhrt, der natürlich immer wieder Stress machen muss. Ja. Das ist Fuhrt Afane, beziehungsweise einfach mal bei YouTube nach Fuhrt Nusser schauen. Also er stört schon seit Wochen, Monaten die Querdenker-Szene. Selbstdarsteller ist das. Hast du irgendeinen Kontakt zu Captain Future, irgendwie, dass er kommt? Oder? Die Jazz also hat seine Nummer oder der Videocaesar oder so. Wir sind jetzt am überlegen, ob er noch war. Ja, der soll kommen. Also frag mal die Jazz, aber die hat wen, ja. Wen soll ich fragen? Jazz. Ja, komm mit. Ja, sag mal. Sie. Die Rothaarige, hier, die Frau. Sie hat ihm das Pfefferspray abgekriegt. Da frage ich jetzt auch mal, von wem gleich? Von wer hat ihr denn das Pfefferspray da verpasst? Wer war das? Es war mein Pfefferspray. Ich habe der Frau geholfen. Ach so. Alle sind reingesprungen. Also du hast dir selber quasi das verpasst. Ja, natürlich. Wer hat der Frau was getan? Der Typ. Die Typen, die hier uns voll gelabert haben. Ach, der Typ, der mich angegriffen hat. Und der mit der blauen. Ja. Und der andere mit der blauen hier. Der da gibt es eine Beschreibung von dem. Weil man müsste den anzeigen. Das ging so schnell. Ja, man müsste den anzeigen, weil wie gesagt, ich meine, die werden wahrscheinlich kein Geld haben. Diese Diskussion ist sehr interessant. Zuerst wird Fuad Musa beschuldigt, die Gruppe mit Pfefferspray angegriffen zu haben.
Dann stellt sich heraus, dass eine der Teilnehmerinnen der Superspreader-Party sich selbst und die um sie herumstehenden Menschen mit dem Zeug besprüht hat. Und plötzlich interessiert diese mehrfache Körperverletzung niemanden mehr. Wenn die Madame zu unbeherrscht und zu dumm für den Gebrauch von Pfefferspray ist, sollte man ihr diese Waffe so schnell wie möglich wegnehmen und den Verkauf solch gefährlicher Artikel an sie unterbinden. Immerhin kann Pfefferspray bei vorbelasteten Personen zu einem Herzinfarkt oder Asthmaanfall führen. Ein Jungs, der hat auch Antifa, boah, ja. Wobei der Furtmuser ja eigentlich mal ein Rechter war früher, ne? Weil der Furtmuser mal ein Rechter war. Oh Mann, selbst wenn dem so wäre, wäre das keine Entschuldigung dafür, dass du ein Demokratiefeind bist. Was ich anhand des Inhalts deiner YouTube-Kanäle unzweideutig belegen ist. Wegen der Sperrstunde, aber das soll hier stationär stattfinden. Gibt es denn hier einen Scheiß, den Sie mir vielleicht sagen können? Bis, weiß ich nicht. Und Sie sind von der Presse. Genau. Das ist doch schon mal ein bisschen Input, den ich habe. Bitte? Da ist ja schon mal ein Input. Ja, das ist auf jeden Fall was. Also den Presseausweis hänge ich mir jetzt hier nicht rein, wenn der ab. Und der nächste Verstoß gegen geltendes Recht. Es ist verboten, den Ton von Polizisten aufzunehmen. Ist einfach so. Das Interessanteste an dem ganzen Video ist eigentlich diese laufend gefilmte Dame mit dem vermeintlichen BDJ-Presseausweis. Sucht man nach BDJ oder Bund Deutscher Journalisten, findet man null Treffer. Auch die offizielle Seite des Presserates listet keinen BDJ als ausgabeberechtigte Stelle für Presseausweise. Nach etwas Recherche kommt man schnell darauf, dass das ein Fake-Dokument ist, das man bei Cards Factory für 20 Euro bestellen kann. Mit diesem falschen Dokument erschleicht sich die Dame unlautere Vorteile gegenüber uns normalen Bürgern. Der IKB-Schriftzug an dem Gurt deutet auf den Infokanal Berlin hin, der seit dem 4.6.2020 auf YouTube existiert. Der einzige Inhalt dieses Kanals besteht aus der Verherrlichung diverser Superspreader-Partys. Von einer langjährigen hauptberuflichen Pressearbeit, die eine der Voraussetzungen zur Erteilung eines offiziellen Presseausweises ist, kann also kaum die Rede sein. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up